viele Männer haben eben auch mit der Brust Probleme, die haben massive Fettansammlung an der Brust und das nennt man Gynäkomastie und die leiden natürlich erheblich darunter. Die haben sowohl privat als auch beruflich Probleme, die tragen weite Hemden, die also für die ist die Lebensqualität erheblich eingeschränkt und die haben natürlich auch Ängste, irgendwie zum Arzt zu gehen und denken, furchtbare Sachen müssen da passieren. Das ist auch nicht hormonell bedingt oder sonst was, das ist einfach eine genetische Veranlagung. Die haben Brustansammlungen, das ist erblich bedingt. Da ist nichts Hormonelles oder sonst was oder Krankhaftes hinten dran, aber denen kann man sehr schnell helfen. Wir sehen viele von denen, die kommen zu uns, da wird die Brust eben mit ganz feinen Sonden, mit Mikrosonden wird abgesaugt. Die tragen 10 bis 14 Tage ein fest anliegendes Unterhemd und ist vorbei und die haben eine ganz andere Lebensqualität, die fühlen sich wohl und das sind glückliche Menschen und die haben sich früher nicht mehr ins Bad gewagt, die haben privat Probleme gehabt, sich auszuziehen, weil die solche Brüste hatten, aber da ist die moderne ästhetisch-plastische Chirurgie unheimlich, kann da helfend eingreifen. Ne? Und da, die Lebensqualität ist eine ganz andere für die Menschen zum Schluss. Ne?